Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, ihr habt gesagt, ihr wünscht euch mal wieder eine Try Not To Love Challenge. Ich habe lange keine mehr gemacht, ich glaube einen Monat oder so nicht mehr, weil ich keine guten gefunden habe oder weil 80% der, die man sich ansehen will, Trash sind. Ich habe jetzt von einem Zuschauer hier nochmal eine andere deutsche Memes-Compilation zugeschickt bekommen, die anscheinend ganz gut sein soll. Falls ihr noch gute kennt, Meme-Compilations, Try Not To Love Sachen, die aber wirklich lustig sind, ja? Oder auch irgendwas anderes, keine Ahnung, Best Fails, whatever. Bitte schickt mir auf Instagram, schreibt mir in die Kommentare, nicht die Links posten, weil das wird gesperrt, aber die Titel, da weiß ich Bescheid, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir rein, Deutsche Memes 3 heißt das, gutes Stück, und hier schaut es auch schon ein wunderbarer junger Herr in die Kamera. Ich werd euch oben meine Playlist ins i packen, by the way, mit allen bisherigen Try Not To Love Challenges, haben sich viele gewünscht, weil ihr den Überblick verloren habt. Let's go. Let's go, und damit, hallo. Ey Leute, so habe ich früher meine Videos gemacht. Ich hatte ja früher einen alten Kanal, das bin ich früher, vor 6 Jahren ungefähr. Burger, Pommes, Nuggets, go. Und damit, hallo. Aber süß, Digga. Da esse ich mal ein bisschen Döner, weil ich Langeweile habe. Und dann esse ich noch ein bisschen Salat. Das schmeckt aber lecker. Und gleich noch ein bisschen. Und schön mit den Finger da immer rein. Eklig, ja. Digga. Das schmeckt lecker. Oh, dann nehme ich noch. Digga, was ist die da überhaupt? Zack. Jawohl, genau. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Allein, dass sie sowieso keine Handschuhe anhat, Digga. Schmutz. Da ist noch ein bisschen Salat über. Was mach ich damit? Super, Digga, sowas finde ich echt abartig. Abartig sowas. Ah, was haben wir da? Ah, jetzt noch ein Löffel Soße. No way. No way. No way. Genau. Ey, vielleicht fühlt ihr das nicht so sehr wie ich gerade. Ich finde sowas absolut abartig. Abartig. Ich finde das abartig. Das ist abartig. Schön. Und danach für die Kunden wieder ab in den Löffel. Jetzt noch ein bisschen Dönerfleisch, ja. Lol. Weil so lecker war, guckt auch keiner. Nein. Abartig, Digga. Abartig, Digga. Oh. Real Talk abartig. Das ist auch abartig gerade, was wir hier sehen müssen. Ganz abartig. Kevin aus Hamm ist eine tickende Zeitbombe. Trinken, kiffen, Schlägereien. Die Sonderschule schwänzt der 15-Jährige konsequent. Der Teenie aus dem Ruhrpott hält sich für den Superchecker. Wenn du mich fickst, fick ich dich zurück, du Opfer. Ey, das ist gerade wie so bei Smash Bros. Oder bei Tekken. Das ist bei Tekken so die Fight-Auswahl, kurz bevor man, also wenn man den Kämpfer ausgewählt hat, haben ja beide Kämpfer nochmal so eine Intro-Sequenz. Und das ist von Kevin die Intro-Sequenz. Wenn du mich fickst, fick ich dich zurück, du Opfer. Und dann geht der Fight los gegen Ken, Alter. Bam. Ich setze mein Geld auf Kevin. Heute zeige ich euch, wie man schaltet. Geht hoch in den ersten, runter in den zweiten, hoch wieder in den dritten, runter wieder in den vierten, hoch in den fünften. Und dann, wenn ihr ungefähr bei 150 oder so seid, geht ihr auf R. Für richtig schnell. Habe ich nicht gefühlt, muss ich sagen. Oh nein. Ich weiß, was kommt. Wenn das noch einmal passiert, Alter. Boom, Alter. Und da gibt's noch meine Form. Kenn ich gar nicht, Clip. Boom, Alter. Alle back. Black in the black book. Money, we back. Oh, da waren die Anfänge von seinem Rap. Da waren die Anfänge von seinem Rap, von meinem Leben. Hört rein, die erste Zeile ist dieselbe noch. Und dann, boom, Alter, alle back, black in the black book, money we back. Ich bin hier, weil nichts gemacht wird, um uns zu helfen, weil unsere Zukunft hier auf dem Spiel steht. Ich schwänze heute dafür die Schule, aber ich finde, unsere Zukunft ist sehr viel wichtiger als die Schule. Ja, okay, die hat jetzt ein bisschen komisch geredet so, aber man weiß nie, was dahinter steckt. Sie hat bestimmt eine wunderschöne Persönlichkeit. Was geht ab, meine Freunde? Mein Porsche, der verbraucht zu viel Sprit. Ich habe keine Kohle mehr, aber ich muss nach Hause. Deswegen steigen wir mal jetzt in ein fremdes Auto ein. Ist das fake? Das ist fake. Was wollen Sie denn hier? Fahren Sie mich nach Hause. Das ist echt, Digga. Können Sie mich bitte nach Hause fahren? Ich muss mich waschen. Bitte verlassen Sie mein Auto. Oh Mann, der Arme. Die Polizei. Ich möchte aber nicht ins Gefängnis. Ja, kann ich auch nichts daran ändern. Oh, der arme Opa, Digga, das ist so süß. Oh, der war süß, der Opa. Der war süß. Wenn ich mit 10 Männern im Bett liege, dann ist es halt nicht schlampig, sondern habe ich mir... Habe ich mir gegönnt, wollte sie sagen?
Okay. Marco und habe diesen. Bruno! Freunde, ich setze einmal Geld auf Bruno. Kanal mit. Bruno. Wie? Legende. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Der Beste der Welt, Bruder. Ja. Hä? Was passiert hier? Nicht for real jetzt, oder? Das ist fake, Digga. Das ist safe fake. Das ist safe fake. Fakey makey. Ich würde auch jemanden fragen einfach. Hey, kannst du kurz deine Hand auf meine Hand legen? Ich mache ein Bild. Perfekt, hier hast du 2 Euro. Ich will gar nicht hinsehen, Digga. Mir ist das auf jeden Fall ein sehr interessanter Ausschnitt. Und sie heißt Olivia. Okay, Olivia. Ich bin Olivia, bin 16 Jahre alt. Ich würde erstmal sagen, wir gucken mal. Sabine! We got him. Ja. Fehler wurden gemacht. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Der ist Ehrenmann. Ja, dann einmal Speise hat, wenn wir nicht mal zulegen. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Fief? Ich bin schnell eingewechselt worden. Da das soll man machen. Wenn die Pflicht ruft, okay, Jungs. Dankeschön. Wenn die Pflicht bitte ruft. Digga, jedes Mal mache ich wieder den gleichen Fehler. Ich stelle mir einen kalten Energy in meinen Zockerzimmer. Fühl ich. Und stelle ihn immer vor den Lüfter vom PC. Und dann trinke ich da raus. Und der ist warm wie meine Pisse. Mann! Real Talk. Leute, fahrt kein Snowboard. Fahrt kein Snowboard, Digga. Wieso werde ich gebannt für den Bauch? Warum? Entschuldigen Sie, ich weiß, Sie interessieren sich in keinem. Unangenehm, Digga, mach doch nicht. Art und Weise für meine Situation. Ich habe. Bitte sag, dass er keiner ist einfach. Ich habe gerade in einem Stream vor ungefähr 1400 Leuten meinen Bauch gezeigt und habe so ein bisschen rumgewackelt, wollte da auch in keinster Art und Weise irgendwie sexuell jetzt irgendwas auswirken auf Leute, sodass es jetzt hier so wirkt. Ich komme in den Stream. Okay, rein, da ist niemand. Da ist niemand. Ich habe das einfach gemacht, weil ich denke, dass das jetzt so kein Intimbereich ist, wenn man den Bauch zeigt und wenn hier irgendwelche anderen Weibers hier mit Tangas rumlaufen am Strand, wo sie dann sagen, guck mal, und im Endeffekt wollen sie nur auf ihre Big Boobies und jetzt. Wenn er wirklich jemand ist, ich hätte gerne das Gesicht gesehen von dieser Person und warum diese Person so lange Tanzverbot zuhört, aber da ist wahrscheinlich leider niemand. Er zeigen, wo der sagt niemand was und er zeigt, der Tanzverbot seinen Bauch, was gesellschaftlich nicht anerkannt ist, weil er einen dicken Bauch hat und dann wird man nicht angemeckert oder was? Was sagen Sie dazu? Da steht gar keiner. Oh. Mädels, ganz kurz, ich bin Feuerwehrmann, also falls es bei euch mal brennt, ruft mich einfach, ich hab genug Schlauch für alle. Ehre, Digga, perfekt. Entschuldigung, weißt du, wie viel Uhr es ist? Bitte? Uhr? 13:44. Boah. Boah. Was? Deine Schönheit. Digga, unangenehm. Unangenehm, Digga. Das ist unangenehm. Nicht im guten Sinne unangenehm, so. Das ist einfach nur cringe, weil der Typ komisch ist und das nicht richtig hinbekommt. Die hat mich gerade so geblendet. Alter. Sorry, guck mal. Kannst du mir deinen Namen und deine Nummer aufschreiben? Och, Digga, nee, der kriegt's nicht hin. Der kriegt's nicht gebacken, der Typ. Das skippen wir, die Scheiße hier, Alter. Sorry, aber das war ja richtig unangenehm, Digga. So dieses, wie heißen die so? Diese, keine Ahnung, Mann. That was epic oder sowas für Arme. Big Doors TV für Arme, sowas. Das ist der Quality-Content, den ich sehen möchte. Dafür habe ich diese Meme-Compilation angemacht. Ich hoffe, dem Bruder geht's gut, Digga. Legende. Ist die super? Bist du irgendwie bescheuert? Scheiße! Bis heute glaube ich, dass das nicht im Skript stand, dass er es so wegschlagen soll, Alter. Bis heute glaube ich, das war improvisiert von dem Ehrenmann. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Ich brauche Hühnchen mit Reis! Hühnchen mit Reis! Aber doch nicht jeden Tag! Natürlich jeden Tag! Ich will am Trainieren, ich muss meine Arme aufpumpen, mein Bauch, Sixpack,
Ja. Warum bist du irgendwie bescheuert? Das sind gute Argumente von dem jungen Mann. Ey, wir könnten auch eine Jesus Compilation uns geben. Hätte ich Lust drauf. For those people who say that the UEFA do not support Real Madrid, here we are with a friend when of the I'm UEFA. Home, I make your channel abonnieren. Oh, beautiful. So tell me, Ahmed, what happened on the pitch? Oh, nein, unangenehm. Today. The match? Yeah. Real Madrid? No. Was passiert hier? Wo sind wir gerade? Ich klicke gerne auf. Wartet. Wird dich einer davon mitgezogen gleich einfach? Oder kriegt eine Kopflos oder so? Ja, jetzt. Bam. Da muss man aufpassen, weil man kann. Er kam 1999 zurück und überließ Wladimir Putin die Macht. Wodka Gorbatschow. Wodka Gorbatschow. Neu bei McDonald's. Der Big Tasty Bacon Barbecue mit Smoky Barbecue Soße. Das ist doch keine richtige Soße. Mehr. Einer von drei leckeren Big Tasties. Perfekt, Digga. Ich glaube, Tanzsoft als Werbemittel für McDonald's wäre actually gar nicht schlecht. Klar, passt nicht zu diesem typischen optischen so. Aber er würde es halt fühlen. Er würde es fühlen. Kevin, gib dir das mal. Boah. Hinten. Okay, das fühle ich, Digga. Den habe ich gefühlt, den letzten Clip. Okay, Freunde. Fazit, die war okay. Die Hälfte war gut, die Hälfte war scheiße. Schreibt mir irgendeine andere gute rein, bitte. Ich hab Bock. Aber es ist schwer, gute zu finden, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung, Mann. Lasst mir ein paar gute in den Kommentaren da, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, war's das an dieser Stelle von mir. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt natürlich fresh, ja? So wie immer, meine lieben Freunde. Checkt die Playlist ab, da habt ihr alle 20 Love Challenges drin. Bis dann und wir sehen uns.